Ja, liebe Freunde, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Horror-Let's Play. Und zwar spielen wir heute Haunted. Allerdings nicht das erste Kapitel, sondern das zweite Kapitel. Das ist am, glaube ich, 31. jetzt rausgekommen, vor ein paar Tagen. Kostet 5 Euro bei Steam und ich dachte mir, lade ich mir das doch mal. Weil wir haben ja so ein paar kleine Probleme, an Horror-Games momentan zu kommen. Irgendwie gibt es keine Horror-Games mehr und deswegen spiele ich auch momentan nicht so viel mit Facecam. Aber ich freue mich doch so, wenn ich wieder mit der Facecam spielen kann. Das macht immer so viel Spaß, auch wenn ich mich erschrecke. Ich erschrecke mich immer sehr, sehr gerne und deswegen schmeißen wir uns heute in Haunted. Ich habe mal 5 Minuten reingespielt. Es sieht sehr interessant aus, aber ich will noch nicht zu viel verraten. Na gut, okay, Settings, alles in Ordnung. Dann gehen wir mal auf die Episoden. Da seht ihr hier Haunted. Erste Episode haben wir ja schon gespielt. Das war so ein bisschen an Slender angelehnt, hieß ja auch Haunted, glaube ich, das The Real Slender Game. Und da haben wir auch so Seiten gesucht und alles Mögliche. Und die Geschichte um den Slenderman wurde so ein bisschen erklärt. Und ja, jetzt gibt's Welcome Home, das zweite Kapitel von Haunted. Ich bin sehr gespannt. Ist ein kleines Indie-Game, muss man einfach nochmal dazu sagen. Also man muss den Entwicklern das schon verzeihen. Aber ihr werdet schon sehen, was ich damit meine. Wir drücken auf Play und wir sehen uns dann im Spiel wieder. Ach ja, wir nehmen auch normal, glaube ich, oder easy, normal, hard oder paranormal. Ich würde am liebsten paranormal nehmen, aber nee, wir nehmen normal. Okay, es geht los. Seid ihr gespannt? Seid ihr bereit? Habt ihr eine aufrechte Sitzposition angenommen? Hallo? Das war ganz schön dunkel, das Spiel. Es geht los. Hello. Are you fine over there? Fortunately, yes. As you can see, the car turned out to be too heavy for this old bridge. Yes, I can see that. That was close. But where are my manners? Attorney Charlie Bauman. Jack Twain. Nice to meet you, sir. Nice to meet you, too. It's Charlie. It seems that there's nothing at this point we can do about it. Tomorrow, I will show you another way down. It's already too late and the road is blocked by the tide anyway. You want to tell me that from time to time, this place gets completely cut off from the mainland? Exactly so. And this happens from autumn to spring, so just imagine being here in winter. That's weird. No one has mentioned it before. It's a really interesting place. Oh yes. But Mr. Twin, do you mind continuing the conversation in the mansion? It's getting darker and colder every second now. I understand. Do you think I can just leave it here? No problem. I suppose there's nobody but me and you on this island. Even if you'd be able to find some kind of rubber, you still would not have a chance to get out of here with or by this vehicle. He's trapped here with us. That's good to know. Let's go then. Entschuldigung. Es tut mir einfach total leid, aber ihr merkt, habe ich schon mal gesagt, dass die Entwickler, glaube ich, so aus Polen oder so kommen. Also nichts gegen Polen, wirklich. Auch nicht gegen Russen, Ukraine oder was weiß ich, aber you're probably right. Quite a space to take care of. Oh yes. Number of rooms is almost frightening. At the moment, most of them are not usable. When was the last time when somebody actually lived here? Officially, a couple of years ago. It took some time before someone decided to regulate the legal status of the land. Is there something I should know? Yes, I suspect that there will be this and that. Probably you don't know much about the history of this land. The more pleased I will be to tell you some of the stories. But maybe not now. I think we're both tired. Tomorrow after breakfast, we'll be able to go through some papers and I'll be happy to answer all of your questions. Is it okay with you, sir? Ja, alright, let it be. So. Also ich glaube, man merkt ein bisschen, dass die Entwickler nicht so viel Geld, nicht so viel Ressourcen hatten und einfach mal selber synchronisiert haben. Also sie haben sich auf jeden Fall viel Mühe gegeben, aber ja, man merkt, dass es keine professionellen Synchronsprecher sind. Es wirkt unfreiwillig komisch. Es tut mir leid, aber ich musste ab und zu lachen und ich werde, glaube ich, auch ab und zu noch lachen. Und ja, über die Grafik. Man kann natürlich jetzt meckern, aber wie gesagt, es ist ein Indie-Game. Und ich freue mich einfach, dass ich jetzt nochmal so ein kleines Horrorprojekt hier starten kann. Insofern, für 5 Euro kann man sich das schon mal antun. Ja,
Naja, je nachdem, wie lang das Spiel noch wird und was noch so kommt. Ich bin auf jeden Fall sehr zuversichtlich und freue mich einfach auf die Dinge, die da vor uns liegen werden. Ja, wir sind auf jeden Fall hier auf so einer Insel irgendwie gestrandet mit dem Auto. Nee, die ist irgendwie vom Festland abgeriegelt, abgeschottet. Und jetzt müssen wir erstmal hier bleiben und folgen dem guten Charlie. Ich habe den Namen jetzt schon wieder vergessen. In sein Häuschen. Und dann erstmal ins Bettchen und dann am nächsten Tag kann man dann weitersehen, was wir hier machen. Das Auto wird nicht gestohlen, weil keiner die Insel verlassen kann. Ja, so viel zur Story, die jetzt, glaube ich, auch nicht so wirklich wichtig ist. Wichtig ist eigentlich nur, ob das auch gruselig ist, das Spiel. Deswegen spielen wir das natürlich heute. Mit Facecam natürlich wieder. Habe ich das schon mal gesagt? Ich glaube, das habe ich schon mal gesagt. So. Ja, die Animation. Also ich sage jetzt nichts mehr irgendwie hier über die Qualität und so. Wir versetzen uns jetzt einfach mal in das Spiel hinein. Sind mal sehr viele Treppen hier, oder? Ja, ja. So. Da hinten seht ihr schon das Häuschen bzw. das Eingangstor. Während der hier die Treppe hochgleitet. Ja, unsere Schritte hören sich auch ein bisschen seltsam an. Plop, 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 plop. So, das ist Häuschen. Stil echt mit Mond im Hintergrund. Erinnert mich so ein bisschen an die Mount Massive Nervenheilanstalt Outlast. Outlast. Ja, ja. So, bis hier habe ich übrigens gespielt. Dann folgen wir dem freundlichen Menschen doch mal hinein ins Haus. Ich weiß wirklich nicht, was uns erwartet. Ob wir wieder irgendwelche Seiten finden müssen oder ob wir tatsächlich andere Aufgaben bekommen. Boah, eine automatische Türe. Alter Schwede, das ist schon Luxus hier. Okay, dann. Ich heiße euch nochmal willkommen zu Haunted, dem zweiten Kapitel. Und während der Mann einfach so geistesabwesend auf diese Wand starrt, schaue ich mich nochmal kurz um. Horsche den Zirpen auf dieser Insel. Ist es jetzt eine Insel oder nicht? Ich hätte eben besser zuhören sollen. Und schaue mir diese extrem schön detailliert gestaltete Lampe an. Na gut. So. Hallo? Achso, hier kann ich. Ich kann hier gar nicht vorbei. Doch. Ich habe übrigens. Habe ich auch eine Lampe? Na gut. Vielleicht können wir jetzt hier reingehen. Achso, E to open. Hallo. Here it is. I have to admit that I did not expect such a mess. But the space is amazing. Indeed. Tomorrow, as soon as the formalities are done, I'll be happy to show you around. And believe me, there's a lot to explore. Now, please excuse me for a moment. I need to use the restroom. In the meantime, feel free to go to the room on the right. You may review documents that I prepared. Sure. I'll be waiting for you. Okay, jetzt sind wir in der Eingangshalle. Es ist mir, um ehrlich zu sein, ein bisschen dunkel hier gerade. Kann man das Licht nicht hier mal... ja, da seht ihr mich nicht mehr. Boah, ist aber gerade extrem. Kann man nicht vielleicht das Licht so ein bisschen... Es ist sehr dunkel hier drin. Es ist sehr dunkel. Sollen wir uns mal hier kurz umgucken? Okay, ich gebe zu, es war unheimlich, aber ich habe die Stimme nicht verstanden. Ritualmörder in Old Manor. Ein alter Zeitungsartikel. Ah, 1 Liter Öl, um unsere Lampe nachzufüllen, die wir hoffentlich schon dabei haben. Das kann ich euch gar nicht genau sagen. Okay. Das ist auf jeden Fall neu. Haben wir denn jetzt eine Lampe?
Wir gucken uns jetzt gleich mal die Steuerung in Ruhe an. Wie gesagt, also ich hatte eben nur kurz rein oder gestern nur kurz reingespielt und habe mir auch noch die Tastaturbelegung nicht weiter angeguckt. Ah, schon ein bisschen gruselig. Habt ihr gerade die Schritte gehört? Oh Mann. So, was haben wir denn jetzt hier? Kann man sich das nicht irgendwie angucken? Okay. Also mit A und D kann ich ja einmal durchschalten. Und dann kann ich mir das nicht wirklich angucken. Okay. Ich glaube, ich gehe mal ganz kurz in die Steuerung. Nee, geht gar nicht. Na gut. Na gut. Boah, ist das dunkel. Ja. Alter, ist das dunkel hier. Ich sehe hier gar nichts. Ach, guck mal. Ein Kaminfeuer. Boah, was ist das? Dunkel. Ich dachte, ich hätte gerade was. Alter. Es ist viel zu dunkel hier. Wenn jetzt irgendwas kommt, dann sehen wir das doch gar nicht. Jetzt sehe ich gar nichts mehr. Scheiße. Also wenn jetzt hier irgendein Monster kommt oder so, dann bin ich tot. Ich dachte schon, da steht irgendwie die Alma aus 4. Dabei war das nur eine normale Lampe. Nee, der Raum ist mir unsympathisch. Dann gucken wir mal hier weiter. Eine Schreibmaschine, da können wir bestimmt speichern. Das kenne ich noch vom ersten Kapitel. Okay. Wir gehen einfach mal hier ein bisschen rum, oder? Kann man denn jetzt die Lampe irgendwie... Ich habe wahrscheinlich auch gar keine Lampe gefunden. Okay. Das ist ja... Was ist das denn für ein seltsames Haus? Was tropft hier die ganze Zeit? Irgendwas ist hier auf jeden Fall undicht. Sag mal, wo wollte der hin? Zum Restroom, oder? Aber da unten sehe ich gar nichts. Ich weiß nicht, ob es da unten noch weitergeht. Der meinte irgendwas von einem rechten Raum. Ich dachte, das wäre der da hinten gewesen. Kann man sich eigentlich bücken? Moment, ich schau mal. Boah, sieht aber relativ nicht gut aus. Okay. Boah, ist das dunkel. Ach, hier geht's weiter. Wir folgen einfach den Kerzen. Was ist das? Ich will einfach Licht haben. Ach ja, hier ist noch mehr Licht. Da hinten ist er doch, oder? Nee, das ist... Alter, das ist eine Lampe. Und... Oh Gott. Wie, der ist tot. Okay, jetzt haben wir die Lampe gefunden. E. Ah, okay. Was? Er ist wirklich tot. Er hat sich in die Badewanne geworfen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und dann ist diese Puppe hier. Und dieser Zettel da. Alter, geh weg von... Ich dachte schon. Alter. Okay, was haben wir denn jetzt hier? Die Puppe? Irgendwas mit der Puppe? Bad. Was? Die Puppe hat ihn getötet? Was? Die Puppe ist mir unsympathisch. Alter, ich behalte dich im Blick. Ich sollte der Puppe nicht den Rücken zuwenden, oder? Warum hat er zwei Badewannen hier drin? Die Badewanne ist noch frei für mich, glaube ich. Ach, Mann.
Na gut. Ach, guck mal hier. Toilette hat er auch. Das ist schön. Sieht sehr gemütlich hier aus. Gefällt mir. Ah! Alter! Die Puppe steht noch. Die Puppe steht noch. Die Puppe steht noch hinter mir. Ah! Ich bin tot. Was? Ich bin tot. Was? Warum bin ich tot? Was? Ich hab da gar nichts mehr erkannt. Keine Ahnung. Oh. Hat die Puppe mich jetzt... Aber die...